gab's nicht auch Schweine auf diesem einen Berg, wo wir bei Dalukat waren? Gab's da nicht auch Schweine? Ich fütter die hier erstmal. Schwupp. So, ein kleiner Schweinekopp. So, ja, aber hier kann man sich jetzt wenig rausnehmen. Hat ja nur zwei. Da mein Haus größtenteils unterirdisch sein soll, bitte im Radius und Verdacke. Okay, das hatten wir schon gelesen. Ist aber auch ein sehr weiter Weg bis heim, ne? Ich kann mir jetzt schlecht zwei Schweine rausnehmen. Was machen denn die da? Wir müssen. Nee, das mache ich nicht. So gemein bin ich nicht. Ach, Rigoran, ich dachte, du hast mehr Schweine. Wir könnten höchstens eins rausnehmen. Ah, dann müssten wir die auch erstmal hier über die ganzen Wiesen, Flüsse, sonst was locken. Das ist ein sehr weiter Weg. Ich glaube, wir sind näher und würden besser fahren mit der Variante, mal auf den Berg hinter unser Haus zu gehen. Weil, wie gesagt, habe ich in Erinnerung, dass da auch Schweine waren, weil da war doch eine Kiste mit haufenweisen Karotten, Mohrrüben. Was schwimmt da? Ach so, Tentakel. Tentakel. Die brauche ich jetzt nicht. So, da haben wir Birken. Ja, guck mal, das wär auch ein sehr fetter weiter Weg gewesen zu uns nach Hause. Bisschen zu weit, meines Erachtens nach. So, da hinten ist ja unser Haus erstmal. So, da müssen wir jetzt erstmal an unserer Farm vorbeikommen. Da können wir die gerne noch einmal füttern, dass sie sich noch mehr vermehren. Hier, haben wir noch was zum Füttern? Nee. Ich habe keinen Weizen mehr dabei, sorry. Und es wird gerade wieder Nacht. Das ist gar nicht mal so schön. Also gehen wir erstmal noch rein und schlafen wieder ein nettes Ründchen, bevor es dann am Tage wieder weitergeht. Können wir uns schon hinlegen? Jawohl. Aufstehen. Hä? Diesmal schläft er komisch rum, so seitlich wahrscheinlich. Da müsste aber auch seitlich gucken. Na, egal. Verzaubern können wir auch demnächst mal machen. Das habe ich im Blickfeld. Ihr könnt mir ja mal als Tipps schreiben in die Kommentare, wie verzaubert man richtig? Ich glaube, man verzaubert doch Bücher, damit man weiß, was auf die Waffe draufkommt. Und dann mit den Büchern erst den Gegenstand. Ich glaube, so war's. Jetzt frage ich mich nur, wie man dann von da oben aus ein Schwein bis hier nach unten bekommen will. So, egal. Wir gehen erstmal da hoch, weil ich glaube, hier oben, irgendwo da hinten auf dem Berg, gab es eine Anlage voll mit Schweinen. Wenn ich mich recht entsinne. Natürlich. So, und ich glaube, hatte ich mir nicht mal. Ich dachte, ich hätte mir irgendwo Koordinaten aufgeschrieben, mal gehabt. Dass wir vielleicht die Zugstation hier verbinden könnten mit der von uns. Wo ist jetzt der Schweinehügel gewesen? Der war doch hier irgendwo. Da steht noch der Mutantenbaum. Den hat Dalukat entweder noch nicht gesehen oder er stört ihn nicht. War es nicht da oben? Ah, das ist auch ein viel zu weiter Weg, um Schweine zu schleppen, Leute. So einen Aufriss möchte ich für ein paar Schweine nicht machen, um ehrlich zu sein. So, dann kommen wir halt erst einmal mit Kühen aus und Co. Die Hühnerfarm können wir noch machen. Und wir müssen mal gucken, vielleicht haben wir irgendwann Glück und bei dem Wald um uns rum spawnt halt ganz einfach mal ein Schwein. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass wir verhungern. Wir haben genug Kürbiskuchen. Und die Schweine kommen früher oder später schon noch. Ist halt mehr eine Seltenheit. Ah, guck mal, hier steht schon ein Huhn. Das haben wir mal geschlachtet. Da ist Platz für eine Entity mehr hier sozusagen. Gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Pferde haben wir auch noch keins. Seht ihr mal. Gibt noch so viel zu tun. Mampf, Mampf, Mampf. Mampf, 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 Mampf. Okay. Wir haben jetzt 7 Eier wieder, Kürbisse, 8 Kakteen. Genau, das können wir mal ein bisschen.
unser Inventar leeren. So. Oh, das war falsch. Kürbis kommt hier rein. Halt die Klappe. So, Karotten, glaube ich, kommen hier unten rein. Jawohl. Was ist denn ein Zombie? Das ist bestimmt im Keller oder oben. Hä? Da oben was? Nee. Hier oben ist nix. Ha. Huh. Komisch. Der ist wahrscheinlich im Keller. Aber wie... Nee. Ah, doch, der ist im Keller. Wie kommst du denn daher? Meine Fresse, du bist ein dummer Zombie. So. Ja, werden wir mal ein bisschen aufräumen hier. Erdenschmodder. Wolle. Ich glaube, Wolle hatte ich doch hier mit drin, ne? Wolle, genau. Wolle. Uch. Ja. Nee, Kakteen kommt ja ins Pflanzliche rein. Kakteen sollen ins Pflanzliche reinkommen. Eier. Steiniges. Haben wir auch hier. Ach, da haben wir noch Eisenerz, 14 Stück. Kobbel können wir mal da reinpacken. Holziges haben wir da. Machen wir mal hier hin und hier so. Zauntürchen. Da haben wir aber auch nicht mehr viel. Wir sollten unbedingt Holz sammeln gehen. Holz, Holz, Holz. Okay, Holz. Wir gehen mal ein paar Bäume fällen. Das ist jetzt ziemlich ratsam in unserer Lage. So. Und welche Bäume können denn weg? Ah, hier haben wir noch nicht ganz zugemacht. So, haben wir hier mal ein bisschen zu. Ich würde sagen, der Baum hier, der kann zum Beispiel mal weg. Der ist zu viel. Zu viel des Guten ist nicht gut. Deshalb kommt der weg. Der ist auch sehr fett, aber der sieht schön aus. Den lasse ich mal. Hier sind auch so viele dicht beieinander. Wir wollen ja noch was sehen hier. In unserer Umgebung. Deshalb fällen wir mal nur ein paar Bäume. Der hier kann zum Beispiel auch stehen bleiben. Der ist zum Beispiel wieder weniger wichtig. So. Und Holz braucht man immer. So, da unten ist eine Riege Bäume. Da ist ein Baum gewachsen. Da ist einer. Den hier können wir auch mal wegnehmen. So ein bisschen das Gebiet lichter machen. Ach, da ist sogar noch ein Block. Sieh mal einer an. Und hier haben wir einige Bäume. So, die sollen ja auch nicht so ganz dicht bleiben. Ist natürlich auch immer ein erhöhtes Spawn-Risiko von Monstern. So, den hier können wir zum Beispiel genauso mal wegnehmen. So. So. Da ist der schon mal weg. Da oben, was soll der? Ja, der sieht eigentlich ganz gut aus, da am Hang, so. Gefällt mich. Der hier kann zum Beispiel weg. Landschaftsdekoration à la Kelle. Haha. Der ist auch ein bisschen blöd. So, okay. Dann lichten wir mal ein klein wenig den Wald. Holz, 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 Holz. Ja, das brauchen wir. Oh, jetzt war der Block wieder erschienen. Ihr seht immer, dass es gar nicht so leckfrei im Augenblick ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber meine Internetverbindung halt. Die ist ja auch nicht die allerbeste. Deshalb kann es da schon mal vorkommen, dass sowas passiert. So, da mal auch einige Hölzer wieder bekommen. Hier, die entfernen wir auch mal. Chirurgisch. So, gut. Wäre da auch wieder ein Baum weniger. Der hier muss auch nicht sein. Findet man dann nämlich auch mal wieder leichter heimwärts, wenn man hier mal durchrennt wieder.
und nicht an jedem Baum stecken bleibt irgendwie. Gerade wenn man flüchten will vor irgendwelchen Tieren. Vor irgendwelchen bösen Tieren. Oh, was ist hier? Hat schon mal jemand was abgebaut anscheinend, aber nicht ganz. Hat demjenigen wahrscheinlich nur ein Holzstück gefehlt. Oder es war ein Renderfehler. Kann auch sein. Es war noch ein Initialbaum sozusagen, weil die Welt, die wurde ja auch mit, wie heißt es, World Paint etc. erstellt. Und da tritt es bei Bäumen öfter mal auf, dass die in der Mitte einfach kaputt sind. Jetzt haben wir keine Axt mehr. Na gut, den einen fallen wir noch à la Chuck Norris Hand. Und dann denke ich mal, haben wir auch wieder genügend Holz zusammen. Und der Wald sieht kaum verändert aus, weil wir immer nur einzelne Baumstämme raus entfernt haben. So, guckt mal hier, ja. Über ein Stack Holz, das ist doch mal ordentlich. Die ganzen Samen brauche ich nicht aufheben. Brauche ich im Moment nicht. Habe ich Weizen dabei? Natürlich nicht, wie immer. Kein Weizen. Da werde ich mal was holen und gleich mal meine Tiere füttern, weil um die sollten wir uns ja auch kümmern. Zutaten, da. Ich werde mir auch mal eine neue Axt basteln. Die können wir jetzt auch sehr gut gebrauchen. Da ist die Axt. Dankeschön. So, und dann gehen wir mal ein bisschen unsere Tiere füttern, weil die haben ja auch Hunger. Sollte man ja nicht verhungern lassen. Da braucht man sich keine Tiere anschaffen. So, hier, Kuh und Kuh. Hier macht mal was Neues. Dann Schaf und Schaf. Dann mal Schaf und Schaf. Jetzt haben wir zwei neue Schafe. Und du Schaf mit dem Schaf da hinten. Das hatte nämlich noch nichts. So, und dann sind es schon einige Schafe mehr geworden. Hier, Kühe haben wir jetzt 4 Stück. Die eine kann sich ja noch nicht mit der kleinen paaren. Das geht ja nicht. Das können wir ja nicht springen. So, wir können auch mal, weil wir so freundlich sind, wollte ich sagen, die Kühe füttern, aber wir haben ja nicht genügend Weizen dabei. Nun gut, dann nicht. Tun wir es mal rein. So. Äpfel, komm hier rein, hatte ich gesagt. Eier, komm hier rein. Ja, dann haben wir schon wieder so ein bisschen Zeug, was wir nach unten schaffen können, weil ich möchte nicht mit so Haufen Stackholz oder Haufen Holz allgemein hier rumrennen. So, das sind Bretter, das ist Holz, das passt. Krams kommt hier rein und Pflanzliches kommt hier rein. Sehr schön. Dann werde ich mir ein paar Hölzelchen machen. Ui, gleich so viel. Eieiei, so viel brauche ich doch gar nicht. Holziges 64er Stack kommt mal hier rein. Und die führen wir mit uns mit. So. Wir könnten ja mal in der Zeit hier das Eisen reinschicken zum Brennen. Und in der anderen Zeit gehen wir mal schlafen. So, es wird nämlich schon wieder Nacht hier. Flupp. Reingelegt ins Bett. So, und es ist wieder Tag. Alles klaro. Das Schloss da hinten sieht auch Hammer aus. Können wir die Kühe jetzt schon wieder füttern oder noch nicht? Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr Zeit vergehen, oder? Schweine sehe ich auch noch keine. Oh ja. So ist es. Wir können uns mal Bücherregale bauen. So, für Bücher brauchen wir ja hier genügend Rohrzucker. Und dann machen wir uns mal Blatt Papiere einige draus. Fupp. 48 Stück, das ist schon mal was. So, dann haben wir 63 Blatt Papier, na, wenn das mal nichts ist. Und ein Stack Zuckerrohr noch. Gut, 63 Blatt Papier. Jetzt brauchen wir Leder. Haben wir Leder noch übrig? Irgendwo? Weil nur mit Leder kann man sicher Bücher binden. Hier habe ich auch noch 45 Blatt Papier. Aber ich glaube... Ne, hier geht das nicht Hirne brennen zu Leder, oder? Das ist ja nur ein Erweiterungsmod, glaube ich.
Ja, nee, das können wir hier nicht machen. Die Hirne können wir uns leider nicht zu Leder brennen. Das bin ich aus Exit leider noch gewohnt. Ein Buch haben wir gerade mal. Hm. Ja. Und für Leder müssen wir Kühe schlachten, nicht wahr? So ich das alles in Erinnerung habe. Und wir haben nicht gerade viele Kühe zum Leder holen. Naja. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Wir könnten Wolle schnippeln, aber das mag ich im Moment eher weniger. Ich würde das gern schon mich mal verzaubern. Hm, was machen wir denn da, Leute? Was könnten wir denn jetzt machen?